Boah, Leute, 10.000 Likes und ich trage diese unglaublich geilen Schuhe in der Challenge gegen Humble. Wir sind hier wieder in Köln und das heißt, es wird heute wieder geblasen. Mach mal einen Bottleflip damit, Alter. Bottleflip. Yeah. Okay, schnell weg. Heute ist auf jeden Fall einiges geplant. Einiges davon habe ich schon abgearbeitet. Ne? Holzi-Niveau, sagen okay, die Leute ja gerne. Okay. Aber ich habe gesehen... Bye, have a great time. Was? Ich habe gesehen, der Humble bereitet sich schon auf unsere Fußball-Challenge vor. Boah, das ist so eklig, ey. Bah, Digga. Das Duell um die Haare diesen Sonntag kommt. Er trainiert schon fleißig. Mein einziges Training, was ich brauche. Humble, mach dich bereit. Boah, Freunde, hier noch eine Statue vom Humble gefunden. Humble. In Köln, extra zu Ehren seines Bierbauchs. Er hat schon ein eigenes Gesicht angenommen, ey. Also, das ist ja geil, einfach geil. Und ihr wisst, ich muss jetzt natürlich ranklotzen, damit ich dem Bierbauch vom Humble halbwegs Konkurrenz machen kann. Sonst kann ich da nicht mithalten. Deswegen muss ich jetzt noch die nächsten Tage fressen wie sonst was. Vielleicht solltest du erstmal auf die Sonnenbank gehen, Junge, für dein Vitamin D, damit du auch schön gesund und fit bist. Ja? Ja. Ja? Ja. Nee. Ah, okay. Es geht gerade darum, kaufe ich den linken oder den rechten Schuh. Stimmt jetzt in den Kommentaren ab. Welchen findet ihr besser? Ich habe jetzt einfach mal eine Umfrage auf Insta gemacht, @rotatus, da könnt ihr uns gerne folgen. Welchen Schuh? Aber Leute, ich habe was Krasses damit vor, also bleibt dran. Diese Schuhe, die werden legendär. Der rechte Schuh holt auch immer. 15, 14. 15, 14, Digga. Das ist fast gleich, Mann. Boah, Alter. Holzi-Niveau. 12 Sekunden später. Leute, ihr habt abgestimmt, ihr hattet ein paar Minuten Zeit und 53% sind für den linken Schuh. Alarmstufe gelb, Leute. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben die Schuhe gekauft. Welle, wir müssen jetzt zum Auto. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen alles auseinander. Lauf! Lauf einfach! Lauf! Rechts, rechts, rechts. Nein! Rechts, rechts! Klar, rechts, 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 rechts. Nein, das ist falsch. Auf links, links. Sorry. Hier, genau. Oh, ja. Ich hab doch gesagt hier. Ich hab doch gesagt links. Geh ab zum Auto, Junge. Ich muss mal einen Bottleflip machen. Nein, auf, Alter. Oh mein Gott, das klappt auch. Jetzt komm, wir haben keine Zeit, denn wir müssen noch in einen Laden und es ist schon 20 vor 8 und um 8 machen natürlich die Läden zu. Mach jetzt auf! Wir haben die Schuhe, aber wir brauchen noch was für die Schuhe, Leute. Okay, ihr wisst wahrscheinlich eh. Oh, rein damit, Alter. Ihr wisst es wahrscheinlich eh, ihr habt es wieder im Titel gelesen. Ah, ich versuche immer alles so spannend zu machen, dabei steht es schon im Titel, ey. Egal, voll los, Alter. Anschneiden. Ah, es geht nicht. Ich will das Ding nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig, dann geht's. Geht's. Was für Mucke? Warum geht das Tor nicht auf, Mann? Das Tor geht hier nicht auf. Ich muss hier raus! Mann! Das kann doch nicht sein. Man muss da locker irgendeine Karte vorhalten und wir haben keine. Geh auf! Nein, wir kommen nicht raus. Kann doch nicht sein. Wir haben keine Karte. Ja, die müssen doch irgendwie uns aufmachen können. Ich hab doch geklingelt. Ja, klingel oder so. Ja, Just Fit hat ja schon zu, da war ja niemand. Ja, klingel beim Pförtner. Pförtner ist auch nicht mehr da, Digga. Es gibt keinen, der uns aufmachen kann. Wir kommen hier nicht raus. Wir kommen nicht raus. Ja, ruf mal irgendwen an. Wieso ich anrufen meine Mutter, Alter? Kann man da vorne irgendeinen Knopf drücken? Herr Plapp, wir haben das letzte Mal gemacht. Einfach durchs Tor fahren jetzt, ramm das. Fahr noch mal nach oben, ich glaube, es geht auf. Was machst du hier mit mir, Alter? Hup das mal an. Soll ich da einen Knopf drücken? Kein Plan, Alter. Ich weiß es nicht. Nachher ist das Alarm, Alter. Wir kommen nicht raus. Ich rufe an. Ruf Elli an, Alter. Ach, keine Ahnung, wie du anrufen sollst. Das ist die einzige. Ich hab die Nummer von der, glaube ich, nicht. Wir kommen hier nicht raus. Sind da uns jemand, der uns rauslässt? Da kommt jemand, da kommt jemand. Mach es bitte auf. Der muss nicht, der hält das Ding da dran. Quill, Alter, er hört für uns auf, Alter. Ja, wir kommen raus. Ja, fahr einfach. Es geht auf. Ich komm selber nicht mehr. Was denn? Ja, genau. Wir sind free. Wo muss ich lang, Alter? Egal. Ich guck nach. Okay, Freunde, ich hab die Route geplant. Geschätzte Ankunftszeit 19.46 Uhr, Mann. Junge, gib einfach Stoff. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen das unbedingt. Beziehungsweise ich brauch das für morgen. Ich brauch das für die Challenge, Mann. Wir schaffen das. Brotato Power, lass jetzt einen Daumen hoch da. Dann kommen wir noch pünktlich. Ey, ich hoffe, die haben das dann überhaupt, ne? Sonst gibt's da Rambazamba, Alter. Ja, Mann, Alter. Wir haben schon eine Minute plus gemacht. Jetzt kommen wir wahrscheinlich um 45 an. Hast du nice gemacht, Digga. Yeah. Oh,
Was war das, Alter? Nochmal! Ja! Holzniveau! Nein, wieder 46! Oh no, oh no! Wir sind da, hinter uns ist das Bauhaus, Lars parkt gerade ein. 48, wir haben noch 12 Minuten. Ich muss Fenster noch zumachen. Hört sich zu. Oh, da ist es, Leute. Wir dürfen keine Zeit verlieren, let's go. Okay, warte. Ja, schon noch besser geklappt als gedacht, ey. Mit 53 gerade. Alter, ja, Junge. Chillen, Alter. Das ist so ein Magis, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich muss eh kacken, Alter. So, Leute, wir haben es mal wieder gerockt. Kurz vor knapp. Ich habe mein Handy verloren. Ja, nein, in der Aufregung im Auto vergessen. Deswegen habe ich gerade nicht die Uhrzeit. Aber der Laden müsste so in einer Minute schließen und wir haben es noch geschafft. Und mein Ohr guckt richtig aus der Cappy raus. Aber 57. Ja, also easy. 3 Minuten Zeit gehabt, also kann man mal ein Like für geben, ne? Ja, Daumen hoch. Und so, jetzt Alter. Heißt es wieder ab nach Düsseldorf. Ab nach Düsseldorf. Machen wir in Köln, ja, Alter. Kein Bock mehr. Auf geht's. Komm. Transition. Komm. Ich tue meine Jacke. Auto ist zu. Ich tue meine Jacke. Wo ist der Autoschlüssel? Sehr, sehr, sehr viel später. So, Junge, ey. Du weißt, Sonntag ist der große Tag, ey. Geh auf jeden Fall nach Hause, schlaf dich raus, Alter. Und dann müsst du das auf jeden Fall rocken, Mann. Ich glaube an dich. Danke, Mann. Aber eine Sache muss ich noch machen. Ja? Eine Sache, mit der ich mich vorbereiten will auf den Humlay. Mit der nehme ich den auseinander. Ja, hau rein, Bruder. Wir sehen uns. Ich weiß, ich muss jetzt zu meinem Haus. Bleib heiter auf jeden Fall. Hau rein. Bis gleich. Alles klar, Freunde. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Kommen wir mal zum Punkt. Ich habe mir Fußballschuhe gekauft. Ja, ist klar. Wisst ihr alle. Zack, da sind sie. Das sind die Mercury Victory V1 CR7 DFFG. Da sind sie. Ziemlich coole Schuhe von Cristiano Ronaldo, original hier mit Unterschrift von dem Original, ihr wisst Bescheid. Super Schuhe, dachte, wir haben Zeit für neue Schuhe, ja, allerdings werde ich die jetzt goldfarben ansprayen. Warum, fragt ihr euch? Ich habe keinen Plan. Ich dachte einfach, es wäre eine coole Idee, man mal so Schuhe goldfarben anzusprayen. Extra für die Challenge gegen den Hazel. Ihr wisst Bescheid, das Duell um die Haare diesen Sonntag. Um ehrlich zu sein, wir drehen das Ganze schon morgen früh. Das heißt, wenn das Video draußen ist, haben wir es schon gedreht. Aber trotzdem, bei 12 Likes, Leute, ziehe ich die goldfarbenen Schuhe dann bei der Challenge an. Ich glaube, diese goldenen Schuhe sind das Einzige, was ich brauche, um Humlay zu besiegen. Ich brauche keinen Skill. Ich meine, davon habe ich genug, aber ich brauche kein Glück. Ich brauche gar nichts außer goldene Schuhe. Deswegen, let's go. Also Leute, ich muss dazu sagen, das ist auf jeden Fall ein mega geiler Schuh. Aber jetzt wird ihm natürlich der letzte Brotato-Touch verpasst. Cristiano, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Okay, Mann, jetzt geht's los. Safety first. Humlay, du wirst rasiert. Oh mein Gott, Alter! Sorry, dass es ein bisschen dunkel ist, aber ey, es sieht so geil aus. Oh mein Gott! Was? Wie geil ist das? Oh mein Gott, ey, ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber es sieht unnormal aus. Unnormal geil. Goldene Cristiano Ronaldo Schuhe, Alter. Schuh Nummer 1 ist fertig. Ich hoffe nur, das Ganze trocknet bis morgen. Morgen früh ist die Challenge, Leute. Gönnt euch mal den Vergleich. Alter! Cristiano, es tut mir leid! Ey, ich glaube, ich sprühe alles von mir in nächster Zeit Gold an. Alter! Jetzt mal ohne Witz. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass aussieht. Dass es so lit wird. Bin nur gespannt, ob das bis morgen trocknet. Also nochmal sorry, Cristiano, dass ich deine Schuhe golden angesprayt habe. Aber wie geil sieht das bitte aus, Leute. Zieht euch einfach das Video am Sonntag rein, um diese Schuhe in Action zu sehen. Mega geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir in der letzten Sekunde noch in den Bauhaus gesprintet sind. Holzi Barbershop. Kommt alle vorbei. Ich sag mal, Robert, wenn ich mit den Schuhen die Challenge gewinne, vielleicht ist da eine kleine Verlosung drin, wer weiß. Schauen wir erstmal ab, wie das abläuft. Der Verlierer der Challenge am Sonntag muss seine Haare schneiden. Ich glaube, das wird eine Spezialfolge von Holzi Barbershop auf dem Fußballplatz. Am Sonntag kommt's, Leute. Wisst ihr Bescheid. Zock, das Video jetzt zu Ende ist. So entsteht ein Thumbnail, Leute.